Hallo, schönen guten Tag zu einem neuen kleinen Video aus meiner Serie Auswandern nach Thailand, was vorher alles so passiert. Es sind ja noch ungefähr 1,5 Jahre bis zur Auswanderung. Und wir haben jetzt Frühling, sollen wir eigentlich haben, aber es ist immer noch sehr kalt. Aber trotzdem möchte ich euch immer ein bisschen was durch den Garten wieder führen. Ganz speziell der Kirschbaum, der blüht hier ja ordentlich. Das ist ja jetzt die vorletzte Kirschblüte, die ich hier erleben darf. Nächstes Jahr geht es ja nochmal, dann kann ich es ja nochmal sehen. Aber im Moment scheint hier so herrlich die Sonne und die Blüten sind gerade alle so aufgegangen. Und das möchte ich euch mal kurz zeigen. So, hier ist der Kirschbaum mit seinen ganzen schneeweißen Blüten in voller Pracht. Alle herrlich aufgegangen. Finde ich immer so ein wunderbarer Anblick. Bis ganz oben hin. Vielleicht für die interessant, die sich in Thailand befinden, die so einen blühenden Kirschbaum eventuell schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen haben. Also ich finde diesen Anblick einfach herrlich. Bis ganz oben hin. Na, dann dieser blaue Himmel, das sieht doch herrlich aus. So ein paar kleine Frühlingsblüher haben wir hier auch, so ein paar Tulpen. Und ich weiß gar nicht, wie die anderen Dinge heißen, die hier noch blühen, aber schaut es euch einfach selber an. Hier sind sie, die paar schönen Tulpen, die hier schon ein paar Jahre blühen. Und hier vorne weiter. Hier mal weitergehen. Diese blauen Dinger hier, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Vielleicht weiß das einer von euch. So, hier in der Ecke fängt es auch schon an zu blühen. Unsere kleine Steinmauer hier, die fängt auch schon schön an. Mal sehen, wie weit man mit der Kamera hier rangehen kann. Habe ich noch nicht ausgetestet. Ja, die meisten Blüten kommen hier noch erst. Wartet alles nur auf besseres Wetter. So, hier sind die Pfingstrosen. Die kommen auch so langsam aus der Erde rausgekrabbelt. Das gibt ja nachher in ein paar Monaten auch noch wieder schöne Bilder. So ein bisschen wurde der Boden ja auch schon vorbereitet. Zwar noch nicht viel, aber es wurde so ein bisschen Blumenerde untergemischt. Und da warten wir jetzt drauf, dass es endlich mal ein bisschen wärmerer wird, dass die ganzen kleinen Sämlinge und diese ganzen kleinen vorgezogenen Pflänzchen, die drinnen im Wohnzimmer noch stehen, dass die endlich hier ausgepflanzt werden können. Natürlich unverwüstlich unter deutscher Schnittlauch. Dem machen die ganzen Temperaturen überhaupt nichts aus. Sprießt schon wieder alles, kann man schon die erste Ernte schon wieder abschneiden. So, und jetzt sind wir hier drinnen. Hier kann man schon die ganzen Töpfe sehen und Pflanzschalen, wo schon reichlich ausgesät wurde. Alles noch grün, kann ich jetzt gar nicht erkennen, was das alles ist. Hier ist auch schon eine Ringelpflanze, die sich schon hier so rumringelt. Hier sind überall kleine Pötte. Scheint wohl Paprika zu sein. Ach, hier sind noch kleine. Kann man sehen, was es ist. Das sollen wohl kleine Gürkchen sein hier. Einlegegurken. Vermute ich mal, das ist bestimmt wieder Paprika hier. So, was haben wir hier noch? Das sind ja auch alles kleine Paprikapflanzen. Ja, das wird wohl noch was werden, irgendwann. Auch auf unserer Blumenfensterbank sprießt es schon reichlich. Hier ist irgendwas ganz Kleines. Klein und reichlich. Hier auch noch
Paprika und noch mehr kleines Grünes. Wartet nur darauf, dass es endlich ausgepflanzt werden kann. Ein paar Blumen sind hier da auch drunter. Hier auch welche so Hängepflanzen, irgendwelche Blumenpötten sind. Das ist auch irgendwas. Ich glaube, das kann das sein, dass es Kürbis ist. Kürbis oder irgendwelche Bohnen wurden hier auch ausgesät. Da, wie ihr sehen könnt, tut sich auch noch so anderthalb Jahre vor der Auswanderung noch einiges, auch hier im Garten. Es wird so der letzte Sommer sein, wo wohl ordentlich was angepflanzt wird. Ich glaube, nächstes Jahr haben wir schon andere Dinge im Kopf, sodass es hier nicht mehr so viel passiert. Aber dieses Jahr ziehen wir das Programm noch mal voll durch hier. So, jetzt muss ich gleich los, mein Frauchen von der Arbeit abholen. Denn sie wollte eigentlich danach noch einkaufen, hat aber, wie ich jetzt hier sehe, ihr Geld vergessen. Da muss ich das gleich, wenn ihre Arbeit aufhört, da eben mal vorbeifahren. Nicht, dass er noch einkaufen geht, steht auf einmal bei der Kasse ohne Geld da. Das wollen wir doch ersparen hier. Ja, das war es erstmal wieder, so ein kleines Video. Ungefähr anderthalb Jahre vor der Auswanderung. Würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Vielleicht kann ich auch den einen oder neuen Zuschauer gewinnen, der mich die letzten anderthalb Jahre hier oder uns die letzten anderthalb Jahre hier begleiten will. Und natürlich weit darüber hinaus. Und dann wünsche ich euch noch erstmal einen schönen Tag, schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Und wer will, kann natürlich ein Abo dalassen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Tschüss und auf Wiedersehen.